Termiten. Von außen und von innen. Mehr als 2000 verschiedene Arten gibt es. Sie sind geschickte Baumeister, Erntearbeiter, Pilzgärtner. Und überaus erfolgreich in der Reproduktion. Gefangen. Sie haben gefährliche Feinde. Manchmal ein schnelles Ende. Und sie verändern die Welt. In der Savanne Ostafrikas sind Termitenhügel nichts Besonderes. Solange man nicht ihr Innenleben kennt, das Meer über ihr geheimes Schattendasein verrät und über die faszinierende Skyline ihrer Burgen. Sie sind quirlige Insekten ohne Augen. Und wer sie genauer kennt, wird sie lieben. Denn sie spielen eine bedeutende Rolle für unseren Planeten. Termiten zu studieren kann frustrierend sein. Kooperativ sind sie nämlich nicht. Und sie lassen sich in ihrer Sache nicht beirren. Doch zwei Forscher verfolgen ein großes Ziel. Das Innere einer Königinnenkammer zu filmen, ohne die Tiere zu stören. Sie wollen damit das größte Geheimnis der Termiten lüften. Ein bequemer Ruhestand ist das Letzte, was die Biologen Joe Darlington und Reinhard Leuthold interessiert. Zumindest solange noch so viel unerforscht ist über Termiten. Selbst für so profunde Termitenkenner wie die beiden. Über Details streiten sie. Aber beide sind überzeugt, Termiten spielen eine Schlüsselrolle für viele Lebensräume auf dieser Welt. In diesem Ökosystem sind sie verantwortlich für die Verwertung abgestorbener Pflanzen. Der Boden ist von der Sonne richtiggehend geröstet und Bakterien oder Pilze können hier nicht an der Oberfläche existieren. Hier sorgen Termiten für fruchtbare Böden. Ein hartes Leben, auch für sie. Es ist schwer, sie zu studieren, denn sie flüchten vor Licht. Wir laufen ihnen immer hinterher. Termitenforschung ist wie Archäologie. Das Ausgraben verschollener Städte und das Bewerten verlassener Orte. Sobald ihr Hügel geöffnet wird, verschwinden die Termiten. So, als wären sie nie da gewesen. Nur eine einzige Gruppe verschwindet nicht, weil sie nicht mobil ist. Die große Herausforderung ist, sie zu beobachten, ohne ihr Heim zu zerstören. Den allergeheimsten Platz im ganzen Bau, die Kammer der Königin. This is the Queen's cell. Die Termitenkönigin ist eine Gebärmaschine, die üppige Mutter jedes einzelnen Tiers einer Millionenstadt. Die funktioniert wie ein Superorganismus. Auch die kleinste Öffnung wird von den Vasallen sofort wieder verschlossen. Panisch reagieren sie auf jede Veränderung von Temperatur, Feuchtigkeit oder Licht. Panisch und hektisch, aber mit System. Ihre Arbeiter haben große Wasserreserven bereit, um jederzeit Mörtel zu produzieren. Auch an diesem trockenen Platz. Soldaten mit kräftigen Kiefern bewachen jede kleine Öffnung. Bereit, jeden Eindringling sofort zu attackieren. Nur für Sekunden bietet sich den Forschern ein Blick ins Innerste dieses Superorganismus. Nicht ins Herz, sondern in den Schoß, in die Lebensader der Kolonie.
In vielen Ländern sind Termiten gefürchtet, verhasst und gnadenlos gejagt. Völlig unbemerkt sind sie oft nur wenige Schritte entfernt. Aufzuspüren nur durch Profis. Die bezahlt werden, um unters Haus zu kriechen oder in die unmöglichsten Ecken. Drinnen im Holz das gleiche Bild. Wer den Balken aufschneidet, könnte einen Schock erleben. Für diese Kreaturen ist ein Haus kein Heim, sondern ein Selbstbedienungsrestaurant. Sie nehmen, was sie kriegen. Was sind Termiten? Für manche weiße Ameisen. Absolut falsch. Ameisen gibt es, seit es Termiten gibt. Und sie sind, gleich wie Termiten, soziale Insekten. Die meisten Ameisen sind Allesfresser. Mit großem Appetit auf andere Insekten. Doch Ameisen stammen von Wespen ab. Termiten hingegen sind Abkömmlinge der Schaben. Und strikte Vegetarier. Die einzigen Insekten, die Holz verdauen können. Das ist ihr großes Erfolgsgeheimnis. Sie sind weit mehr als Schädlinge. Eine Reise mit dem Computertomographen durch die Eingeweide einer Trockenholztermite. Sie ist gebaut, um Zellulose und Lignin zu verarbeiten, die zähen Hüllen von Pflanzenzellen. Termiten knabbern winzige Holzteilchen ab. Diese werden erst eingeweicht, dann zerteilt. All das innerhalb nur eines Millimeters. Zurück ins Termiteninnere. Die Fasern werden durch den Darm gepresst, bis sie in einen besonderen Bereich kommen. Eine Art Pansen voller Einzeller. Flagellaten, die Zellulose aufspalten können. Diese Flagellaten machen ein Drittel des Körpergewichts von Termiten aus. Ohne diese Einzeller würden Termiten bei vollem Magen verhungern. Sie gewinnen aus der Zellulose große Mengen an Energie. Das ist ihre Lebensgrundlage. Übrig bleiben winzig kleine Kotkrümel, die niemandem auffallen würden. Eine Familie wie diese kann jahrelang glücklich in ihrem Haus wohnen, ohne die geringste Ahnung, dass die Termitenattacke längst begonnen hat. Auch wenn es mikroskopisch kleine Anzeichen dafür gibt. Und ein verräterisches Türknarren. Hier in Kenia sind Termiten Teil der Landschaft. Die Bauern respektieren ihre bizarren Hügel. Und schützen sie, auch wenn sie mitten in den Feldern stehen. Hin und wieder wird ein Termitentunnel vom Pflug aufgerissen. Solche Tunnel erstrecken sich weitläufig rund ums Nest. Dieses Jungtier ist fast erwachsen, bereit, die Kolonie zu verlassen, um eine eigene zu gründen. Termiten leben im Untergrund. Doch um einen Partner zu finden und die geeignete Umgebung für eine neue Kolonie, müssen sie ins Freie, meist in der Nacht, der gefährlichste Moment ihres Lebens. Die Bauern schätzen die nährstoffreichen Böden rund um die Hügel. Hier ist alles willkommen, was den Boden fruchtbar macht. Achttausendfünfhundert Kilometer weiter im Osten auf Borneo
ist das Klima wie geschaffen für Termiten. Der Regenwald hier ist ständig feucht, warm und gut beschattet. Möglicherweise ist das sogar ihr ursprünglicher Lebensraum. Diese Termiten hier haben es geschafft. Sie müssen nicht unterm Boden leben oder tief nach Wasser graben. Sie finden in hohlen Baumstämmen ihre Nester. Im Gegensatz zu den amerikanischen Trockenholztermiten fressen diese nicht das Holz, in dem sie leben. Daher müssen sie alle 10 Tage auf Expedition gehen, auf Futtersuche. Kundschafter haben Futter entdeckt und schon eine ideale Route durch die üppige Landschaft abgesteckt. Eine Drüse am Bauch der Späher legt eine Pheromonspur, der die anderen folgen können. Ihr dunkles Außenskelett schützt diese Art ein wenig vor der Sonne. Hier packen die Erntetermiten an. Flechten auf Rinde, rund 100 Meter vom Nest entfernt. In unseren Dimensionen ein Transportweg von 15 Kilometern. Die Erntearbeiter hier sind junge Termiten mit kleinen, scharfen Kiefern. Hier draußen wird nichts gegessen. Die Arbeiter grasen, schürfen und sammeln so viel sie können. Alles im Eiltempo. Denn die ganze Armee arbeitet nach einem exakten Plan. In kaum einer halben Stunde ist dieser Baumstamm abgegrast. Zeit, die Ernte den Transportarbeitern zu übergeben. Arbeitsteilung erfunden vor über 100 Millionen Jahren. Diese Termite hier wartet, bis sie voll beladen ist. Dann macht sie sich auf den Weg. Die Ernte- und Transportarbeiter wissen genau, wann die Zeit zur Rückkehr gekommen ist. Bis auf die wenigen, die sich ablenken lassen. Unwiderstehlich wie Kaviar ist für Termiten der weiße Rand der Kannenpflanze. Noch verlockender als die Flechten an den Bäumen. Mit einem kleinen Unterschied. Der Rand der verführerischen Kannen ist extrem glitschig. Eine einzige Pflanze mit mehreren Kannen kann Tausende von Termiten aufnehmen, die sie langsam verdaut. Die, die sich nicht ablenken haben lassen, bringen rund ein halbes Kilo Rohkost nach Hause. Futter, mit dem die Kolonie 10 Tage auskommt. Eine perfekte Organisation, ganz ohne Organisator. Draußen zu sein ist gefährlich. Und die größten Gefahren sind Trockenheit und Hitze. Sonnige Flächen gilt es möglichst rasch zu überwinden. Lücken in der Baumkrone sind ein Risiko, Abholzung ein Desaster. Der Chitinpanzer von Termiten ist weniger hart als der von Ameisen. Sind sie zu lange in der Sonne, beginnen sie zu kochen. Kommt die Sonne, huschen sie in den Schatten. Oder sprinten nach Hause ins sichere Nest.
Deshalb gehen sie früh am Morgen oder spät am Nachmittag auf Nahrungssuche, wenn die Sonne nicht so stark ist. Auch kalter Nebel oder Regen ist ein Problem für ihren dünnen Panzer. Doch haben sich die Regenwolken verzogen, geht der Marsch weiter. Diese Expedition ist glücklich verlaufen. Keine feindliche Attacke und nur geringe Verluste bei den Kannenpflanzen. Sind alle zurück, widmet sich die Kolonie für 10 Tage ausschließlich der Verarbeitung, der Ernte und der Pflege der Brut. Zurück nach Amerika und zum Kampf gegen die Termiten. Sie werden vergiftet, vergast und verbrannt. Doch es gibt ein Problem. Wie gründlich ein Gebäude auch gesäubert wurde, gleich nebenan im Hinterhof könnte bereits die nächste Termitengeneration eine neuerliche Invasion vorbereiten. In diesem Krieg sind die Termiten zahlenmäßig den Menschen weit überlegen. Auch in Ostafrika ist es so, doch hier gelten Termiten nicht als Plage. Dieser gigantische einröhrige Termitenhügel sagt alles. Hier dominieren die Termiten das Leben. Umgelegt auf menschliche Dimensionen wäre dieser Turm 1700 Meter hoch. Sie müssen so hohe Schlote bauen, damit das Lüftungssystem richtig gut funktioniert. Grundsätzlich gilt, je dichter und höher die Bäume, desto höher auch der Hügel. Wirklich beeindruckend, oder? Joe und Reinhard legen eine Nachtschicht ein, um zu sehen, wie eine junge Kolonie einen neuen Schlot baut. Dieser Hügel ist noch eine Baustelle. Sie dürfen nur schwaches Licht verwenden, um die Termiten zu beobachten, ohne sie zu stören. Eine Infrarotkamera soll die Aktivität in der Termitenkolonie aufzeichnen. Tausende Arbeitstermiten bringen Ton und Wasser aus der Tiefe. Wie Minenarbeiter graben sie nach Baumaterial. Langfristig gesehen werden diese Mineralstoffe aus der Tiefe den Oberboden anreichern. Zu jeder Zeit haben die Termiten genug Wasser in ihren Körpern vorrätig, um Fertigbeton herzustellen. Um das Wasser in dieser trockenen Umgebung zu finden, graben die Termiten Schächte bis zum Grundwasser, manche 60 Meter tief. Das Arbeitstempo ist hektisch, aber die Arbeit verläuft geordnet und hört nie auf. Man kann tatsächlich beobachten, wie der Turm in Sekundenschnelle wächst. Der Hügel lebt, er atmet, isst, verdaut, wie ein einziges großes Tier.
Vergleich mit einem Tier passt perfekt. Der Atem einer Termitenkolonie ist fast so warm wie der eines Säugetiers und enthält Kohlendioxid und Methan. Angereichert mit Feuchtigkeit spiegelt er das Klima im Inneren des Baus wider. Und wenn ein seltener Regenschauer kühle Luft bringt, sieht man den Lüftungsschacht dampfen. Bei Tagesanbruch ist dieser Turm um einen halben Meter gewachsen. Doch er ist nicht fertig. Später werden auch die kleinen Spalten versiegelt. Damit die Königinnenkammer bei 30 Grad und die Luftfeuchtigkeit bei fast 100% bleibt, wird der Luftstrom genau reguliert. Ein Hügel, der lebt und atmet. Allerdings hat jeder Hügel seine eigene Art und Weise zu atmen, wie Joe Darlington herausgefunden hat. Der Unterschied liegt im Lüftungssystem. Die verschiedenen Termitenarten haben auch unterschiedliche Ventilationssysteme entwickelt. Dieser hat eine sehr starke Rauchentwicklung, so wie der hier auch und der hier. Auch da kommt etwas. Was hier zählt, ist der Niveauunterschied zwischen den oberen und den unteren Röhren. Weil der Wind oben stärker ist, saugen die hohen Schlote Luft in die niedrigen. Und alles zirkuliert durch den ganzen Hügel. Termiten brauchen diese Air Condition, um hier in diesem trockenen und heißen Klima überhaupt existieren zu können. Doch diese Kamine dienen nicht nur zur Kühlung. Die Röhren geben auch Methan und CO2 ab. Joe und Reinhard richten ihr Hauptaugenmerk auf einröhrige Hügel. An diesen können sie messen, wie viel Gas freigesetzt wird. So können sie ungefähr die Zahl der Tiere einzelner Termitenkolonien schätzen. Joe und Reinhard versuchen an der Hügelform abzuschätzen, wie viele Termiten beim Bau beteiligt waren. Diese Zahl in Verbindung mit den Daten über das freigesetzte Gas könnte zeigen, wie viel Treibhausgas, vor allem Methan, von den Termiten in die Atmosphäre gelangt. Das könnte den Einfluss der Termiten auf die Erderwärmung zeigen. Doch noch sind sie nicht so weit. Wir können keine sinnvolle Schätzung über die Gesamtbiomasse der Termiten abgeben. Wir haben zwar Zahlen über den Methanausstoß einzelner Kolonien, aber wir kennen ihre Biomasse nicht. Tatsache ist, sie tragen zur Erderwärmung bei. Aber wir wissen nicht, wie stark. Bei Kühen kommt man leichter auf Zahlen. In beiden Fällen produziert die Verdauung Methan als Nebenprodukt. Bei den Termiten wissen wir bloß, dass es immens viele gibt. Im Gegensatz zu Rindern gibt es aber keine Zahlen über ihre Biomasse. Also müssen wir dringend mehr über sie wissen. Sie graben sich bis in die Hügelbasis vor, um alle Kanäle der Termitenfestung freizulegen. Die Nachzügler einer Termitenkinderkrippe bringen sich als Letzte in Sicherheit. Wieder sind die Biologen zu Archäologen geworden. Die lebenden Objekte ihrer Begierde verschwinden vor ihren Augen. Während Joe und Reinhard die Kolonie in Kenia erkunden, bekommt eine andere Termitenkolonie viel weniger Aufmerksamkeit. Nur sensible Kinderohren haben etwas bemerkt. Was ist das für ein Kratzen?
Ms. Marshes? Yes. Thank you. I heard like this noise last. Die nächtlichen Geräusche beschäftigen Danny noch am nächsten Morgen. What kind of noise was it? Doch so sehr darauf beharrt, dass im Haus irgendetwas nicht stimmt, es glaubt ihm niemand. Er wird als Träumer belächelt. Sure you weren't dreaming? Yeah, I'm sure. Danny hat nicht geträumt. Dennoch ist es ein Albtraum. Eigentlich ist Roses Perfektionismus ein Segen. Jemanden zu finden, der so sorgfältig arbeitet, ist nicht selbstverständlich. Doch hier vernichtet Rose Beweismittel. Trockenholztermiten kennen nur ein Sprichwort. Mein Heim ist meine Mahlzeit. Hier gibt es keine Ausflüge zu fernen Nahrungsquellen. Niemand ist feindlichen Augen ausgeliefert. Heimarbeit ist wirklich effizient. Termiten können unerbittlich sein. So gnadenlos, dass sie Jahr für Jahr mehr Schaden anrichten als alle Hurricanes, Flut- und Feuerkatastrophen zusammen. Hier ist die nächste Generation dabei, weiterzuziehen und sich zu vermehren. Die Kaste der Geschlechtstiere bekommt schon Flügel. In wenigen Tagen werden Tausende von ihnen ans Licht kommen, sich paaren, wegfliegen, neue Kolonien gründen. In den tropischen Zonen ist die Biomasse der Termiten, sprich ihr Gesamtgewicht, enorm. Dennoch bleiben diese kleinen Tiere den Menschen in den braunen Tönen des Regenwalds meist verborgen. Diese Termitenart hat eine kluge Lösung gefunden, um den unebenen Urwaldboden zu den Futterstellen auszugleichen. Sind etwa zwischen Zweigen und Blättern Spalten oder Höhenunterschiede zu bewältigen, bauen sie sich einfach eigene Straßen, Brücken oder Tunnel. Dafür verwenden sie den Sand und die Erde des Waldbodens. So sieht Termitenbeton aus. Auf diese Art und Weise bauen sie bequeme Straßen zu ihren Futterplätzen, sparen so Zeit und Energie. Eine Autobahn zur Rush Hour. Sie führt die Termiten sicher durch schwieriges und gefährliches Gelände. Pheromonspuren regeln hier den Verkehr mindestens so effizient wie Verkehrsschilder und Ampeln. Und so mancher Tunnel hat sogar getrennte Richtungsfahrbahnen. Diese asiatischen Termiten haben eine Soldatenkaste, die permanent die Transportroute bewacht. Den Kopf ins Gelände gerichtet, ausgestattet mit feinem Geruchssinn, ihre Köpfe chemische Waffen. Ihre Antennen scannen den Raum. Der Regenwald steckt voller Gefahren. Je näher man zum Baumnest kommt, desto breiter sind die Straßen und Tunnel.
Nichts hält ihr Vorwärtsstreben auf. Diese Arbeiter zerlegen trockene Blätter. Der Abfall verrottet. Das ist wichtiger Nährboden für neue Pflanzen. Termiten produzieren enorme Mengen an wertvollem Kompost. In den feuchten Regenwäldern wie in den trockenen Savannengebieten. Die trockenen Pflanzenreste zu zerstückeln ist harte Arbeit. Diese Termitenart ist auf Blätter spezialisiert. 2 Stunden dauert es, bis ein Blatt dieser Größe verschwunden ist. Selbst bei unserem geringen Wissen über Termiten deutet alles darauf hin, dass sie eine ganz wichtige Rolle für die Ökosysteme unseres Planeten spielen. So drängen Wissenschaftler, sich weltweit auf den Schutz der Termiten zu konzentrieren und nicht auf ihre Vernichtung. In 150 Millionen Jahren haben die vielen Termitenarten unterschiedlichste Fertigkeiten entwickelt, jede Art von Vegetation zu verwerten. Der Hauptgrund für ihren Erfolg. Dazu kommt ein perfektes Sozialsystem. Damit können sie problemlos ihre Umgebung beherrschen. Doch hier im Dschungel von Borneo lauert ein Räuber. Versteckt in den trockenen Blättern sieht er aus wie eine Schlange, ein Reptil. Wenn er sich streckt, könnte man ihn für ein Gürteltier halten. Doch das Einzige, was er mit einem Gürteltier gemeinsam hat, ist, dass er, wie auch das Gürteltier, kein Reptil ist, sondern ein Säugetier. Es ist ein Pangolin. Mit den langen Krallen bricht er Termitennester auf und mit seiner klebrigen Zunge schlägt er die Beute auf. Doch die Termiten haben Glück. Heute steht eine Ameisenkolonie am Speiseplan des Pangolins. Diese Soldaten halten Ausschau nach einem anderen Feind. Sie können ihn nicht sehen, aber möglicherweise bald riechen. Ein Trupp Weberameisen hat sich an die Termiten herangeschlichen. Die Späher haben einen perfekten Hinterhalt vorbereitet. Nun rückt der Ameisenstoßtrupp gegen den Termitenhighway vor. Erst wird das Terrain geprüft. Die Arbeitstermiten scheinen zu beschäftigt, um die Gefahr zu erkennen. Die Soldaten wittern den Feind, doch sie dürfen ihre Verteidigungslinien nicht verlassen. Die Ameisen haben Zeit und suchen eine Lücke in der Verteidigungslinie der Termiten. Schließlich entscheiden sie sich doch für einen Frontalangriff.
Doch die Termiten sind nicht ohne Gegenwehr. Dieser kleine Scharfschütze hat gut gezielt. Vergeblich versucht sie, die ätzende Essenz abzustreifen. Nun folgt der Gegenangriff. Und die Termitensoldaten attackieren die Ameisen. Nur wenige Ameisen schaffen es, den Rückzug auch mit Beutestücken zwischen den Kiefern anzutreten. Dank ihrer chemischen Waffen haben sich die kleinen Verteidiger gut gehalten. Ganz woanders auf der Erde, mitten in der Savanne, ist eine andere Ameisenarmee auf dem Vormarsch. Diesmal ist es wirklich ernst. Nicht bloß ein Geplänkel. Der Vorstoß ist schnell und zielgerichtet, angeführt von nur einer Späherin. In drei Linien strömen sie aus, jede an die 2 Meter lang. Diese Ameisen sind wie Bluthunde, ihre Witterung ist untrüglich. Und sie haben nur eine Bestimmung. Die Jagd auf Termiten. Hier gibt es kein Entkommen. Die Termiten in der Savanne besitzen keine Geheimwaffe. Derart umzingelt und isoliert sind weder ihre Größe noch die riesigen Zangen ein Schutz. Die zerteilten Termitenkörper schleppen die Ameisen zurück in ihr Nest. Gleichzeitig ziehen sie ihre Angriffslinien zurück. Die Biologin Jo Darlington hat schon viele solcher Attacken beobachtet. Was sie fasziniert ist, dass 2 Arten von Insekten so ähnlich und doch so unterschiedlich sein können. Ameisen und Termiten sind die erfolgreichsten Landinsekten. Wir glauben, sie waren überhaupt die ersten sozialen Insekten, aber die fossilen Funde sind spärlich. Dennoch, auch wenn sie nicht verwandt sind, gibt es viele Ähnlichkeiten. Sie sind ein gutes Beispiel konvergenter Evolution, wo unterschiedliche Arten ähnliche Herausforderungen auf eine vergleichbare Weise gelöst haben. Joe verfolgt weiterhin ihr Ziel, die Biomasse der Termiten in der Savanne zu kalkulieren. Sie verzeichnet alle Termitenhügel in einer bestimmten Zone. Hier leben 2 unterschiedliche Termitenarten gleich nebeneinander. Eine davon ist gänzlich unsichtbar. Das sind grasfressende Termiten. Sie kommen nur nachts an die Erdoberfläche und ihre Ausgänge sind schwer zu finden. Dann zerstreuen sie sich über die ganze Savanne, um abgestorbene Pflanzen zu sammeln. Dabei schleppen sie viel mehr als ihr eigenes Gewicht.
Der Boden ist überzogen mit kleinen Zugangslöchern, die am Tag versiegelt sind. Doch sie führen in ein Tunnelsystem, das die Termiten rund um ihre Nester gezogen haben. Die Tunnelröhren können sich bis zu 35 Meter rund um ihr Nest erstrecken und ein dichtes Netz bilden. Ein einziges Nest kann Tunnel in der Länge von bis zu 6 Kilometern haben. Termiten verarbeiten abgestorbene Gräser und Holzabfälle. Ein wichtiger Beitrag, gefährliche Buschfeuer in der Trockensaison zu verhindern. Erst wenn sie zurück sind im Nest, werden die Termiten die Pflanzenreste fressen. Diese Termitenart ist wie ihre amerikanischen Verwandten in der Lage, Zellulose zu verwerten. Andere Arten scheiden die vorgekaute und angefeuchtete Zellulose wieder aus, um damit Pilzkulturen zu betreiben, so wie diese Hügeltermiten. Die Maasai-Frauen haben noch nie die innerste Kammer eines Termitenbaus gesehen. Doch Reinhard Leuthold hat ein kleines Sichtfenster installiert. Durch das kann er den Pilzgarten beobachten. Die flache gelbe Basis ist der Pilzkegel, den die Termiten vorbereitet haben. Und diese verästelte Struktur ist der Pilzkamm, der mehrere Wochen braucht, um sich zu entwickeln. Dann erst wachsen diese kleinen weißen Knöllchen, äußerst nahrhafte Mini-Pilze. Arbeitstermiten ernähren sich davon, aber sie stecken sie auch wieder zurück in den Kamm, damit neue Pilze wachsen. Das ist die wichtigste Nahrungsquelle für alle Termiten in diesem Nest. So garantiert dieser Pilz seiner ganzen Termitenart Existenz und Überleben. Möglich wird das alles nur durch die exakte Temperatur und die gleichmäßige Feuchtigkeit in den Pilzgärten. Für diese Maasai-Frauen ist es ein faszinierender Blick auf das Geheimnis jener Insekten, die ihr Land fruchtbar halten. Im Gegensatz dazu ist für Hauseigentümer in den Vereinigten Staaten die einzig gute Termite die tote Termite. Verzweifelte Hausbesitzer wenden sich an sogenannte Termiten-Terminator. Ihre Häuser werden von oben bis unten mit Giftgas ausgeräuchert. Klimaanlagen in Einfamilienhäusern und ganzen Städten haben die Termiten weggelockt von ihren ursprünglichen Verbreitungsgebieten. Sie haben sich über ganz Amerika ausgebreitet und über Teile von Europa und Australien. Sie zu vernichten, ist ein gutes Geschäft. Allerdings ohne Erfolgsgarantie. In Kenia kommen Joe und Reinhard der Königinnenkammer immer näher, dem geheimsten Platz im Termitenbau. Ein geeigneter Hügel ist gefunden. Nun kann die Königinnenkammer herausgenommen werden. Die große Herausforderung ist, sie zu öffnen, ohne die Kolonie zu vernichten. Vorsichtig wird sie auf den Kopf gestellt. Joe und Reinhard haben viele Jahre auf diesen Moment gewartet. Aber sie müssen vorsichtig sein. Werden die Wächter nervös, töten sie sofort die Königin. Der Moment der Wahrheit. Nicht nur eine Königin, sondern drei.
Der König, gerade einen Zentimeter lang, befruchtet die Königin über ihr ganzes Leben. Manchmal 30 Jahre lang. Gleich drei Königinnen zu finden, das ist unerwartet. Nun müssen sie rasch entscheiden. Reinhard hat ein ganzes Labor in die Savanne gebracht. Er hofft, eine Königin samt König, Arbeitstermiten und Brut in eine künstliche Kammer zu bringen, ohne ihr natürliches Verhalten zu stören. Die Röhren zwischen Kammern und Nest sind mit Pheromonen überzogen, damit sich die Arbeiter weiterhin um die Königin kümmern. So at least there is no big soldier inside. That's most important. Die beiden anderen Königinnen kommen mit ihren Königen zurück ins Nest. Don't press it too hard because it's got live termites in. They've at least a chance of finding their way back. Über viele Jahre hindurch haben Forscher versucht, ähnliche Experimente zu machen. Bislang ohne Erfolg. Nun gibt es zum ersten Mal Filmmaterial vom natürlichen Verhalten einer Termitenkönigin in ihrer Kammer. Hier der König. Die Zelle muss möglichst schnell wieder vor Hitze und Sonnenlicht geschützt werden. Nun werden die Röhren mit der natürlichen Kammer im Hügelinneren verbunden. Ein besonders heikler Moment. Schon beim geringsten Stress töten die Soldaten und Arbeiter die Königin. Put the stones again, please. Nun heißt es warten. Wird die Königin mitsamt den Arbeitern wieder zur gewohnten Routine kommen? Füttern, Eier legen und Brot pflegen? Selbst mit all ihrer Routine und Erfahrung brauchen Joe und Reinhard das Glück auf ihrer Seite. Die Königin und ihre Arbeiter scheinen unbeeindruckt. Arbeiter kümmern sich nach wie vor um sie. Und die Königin produziert weiterhin Eier. Hunderte. Stunde um Stunde. Alle ihre Eier sind gleich. Ob sie Arbeiter oder Soldaten werden, hängt einzig und allein vom Futter ab, das sie bekommen. Sei es in der Savanne, sei es in den Wohngebieten der Städte. Es zahlt sich aus, Termiten eine gewisse Aufmerksamkeit zu schenken. Wo immer man lebt, es kann nicht schaden, sich ab und zu ein bisschen ums eigene Heim zu kümmern. Auch nicht etwas hellhörig zu sein. Vor Überraschungen schützen.